Das krieg ich auch nicht mehr. Nö. Achso, ich habe mich schon gewundert, was rennt denn hier jetzt lang? Aber da fahren sie ja. Die Zwickläden. Sind sie nicht süß? Ach, sind sie schick. Kein Anzug wechseln. Isaac, beeil dich bitte und komm hierher. Wir sind in der Kommandozentrale. Ich komme so schnell ich kann. Ich muss erst mal basteln, Tante. So, meine Bots haben wieder gesucht, haben wieder was gefunden. Ja, schön. Ein bisschen schneller jetzt mal hier. Fortfahren. Hatten wir irgendwas Besonderes gefunden? Ich glaube nicht, ne? Nee, das wird es ja auch anzeigen. Blödsinn, wir haben eh keine Zeit. Aber ich werde gleich mal wieder meine Autos losschicken hier. So schön. Ich kann bloß eine mal in die Richtung schicken, das ist doof. So, geh da auch mal gucken. Ich gehe hier mal gucken. Ich will doch so ein scheiß Stase-Ding gar nicht haben. Jetzt will ich auch nicht mehr. Nö. Achso, ich habe mich schon gewundert, was rennt denn hier jetzt lang? Aber da fahren sie ja. Die Zwickläden. Sind sie nicht süß? Ach, sind sie schick. Gut. Ach, hier ist mein Pico. Ah, jetzt will ich auch nicht mehr. So, dann gehen wir mal gucken, was da oben so los ist, wa? Nicht das heißt wie. Immer ich. Wieso? Immer ich. Ja, man hätte auch so weiter springen können. Weggelaufen! Was will der denn von mir? Boah, wie schnell muss soll man denn da laufen? Thank you.
Ja, aber richtig. Scheiß Vieh. Mach ruhig alles kaputt. Aber ich finde, so gesehen, hier diese großen, das ist genauso. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Lost Planet gespielt habt, aber da haben diese ganzen Viecher auch so eine goldleuchtenden Gliedmaßen oder Stellen an den Gliedmaßen, wo man dann drauf schießen muss. Genauso wie er jetzt hier. Das hat schon ein bisschen Ähnlichkeit. Alles gekauft. Ja, nehmen wir mit. Was ist das denn? Ersatzteilbox. Nehmen wir erstmal mit. Können wir uns später immer noch angucken. Aha! Warum geht die Tür alleine auf? Ja, sowas gefällt mir ja gar nicht. Wenn ich hier den Schalter nicht betätige. Uiuiuiui, hat die überhaupt nachgeladen? Ja. Was haben wir noch so Schönes hier? Gar nichts weiter. Rumpel, Rumpel. Hör auf jetzt mit deinem Rumpel, Rumpel hier. Oha. Dicke Wummen hier. Schwerer Standardrahmen. Was soll ich denn mal immer mit den scheiß Standardrahmen? Wenn, dann will ich einen Elite-Rahmen haben, aber keinen Standardrahmen. Kann ich die Dinger eigentlich verkaufen oder irgendwie auseinanderbauen oder... Keine Ahnung. Ja, wirf mal raus, dann nehmen wir den mit. Schön, dass das so schön zappelt hier. Raus. So. Ich möchte gerne die Munition mitnehmen. So, hier sind Kisten, die interessieren uns nicht, interessiert mich nicht. Hier ist eine Treppe, Leiter, besser gesagt. Wo müssen wir überhaupt lang? Wir müssen weiter da geradeaus. Also gehe ich erstmal da lang, wo wir nicht lang müssen. So, hier sind ein paar Betten. Sieht alles immer so toll aus. Textlog. Hier, wer schnell lesen kann. Ja, darf ich auch mal gucken? So, schnell lesen, schnell lesen, schnell lesen. Okay, fertig. Impulsgewehr. Nehmen wir erstmal mit. Bauplan. Gut. Was ist das für Säcke? Wieder im Fahrstuhl, das riecht doch schon wieder nach Ärger. Hier diese scheiß. Oh, diese Gitter, diese Lüftungsgitter, ich hasse die. So gesehen hasse ich ja sowieso alles, ne? So, wo kommt die Öffnung hin? Auf welcher Seite ist die offene? Wo muss ich aussteigen? Natürlich wieder hinter mir. Ich glaube, da hat jemand Schmerzen. Ich mag nicht. Nee. Wo darf ich lang? Noch da irgendwie so kreuz und quer durch. Schön. Hier könnte ich rein, aber ich habe Angst, weil sobald ich das aufmache, dass jetzt hier Viecher kommen. Versuchen wir es mal. Ich kriege es ja ganz schnell. Puh, da
Waren wir aber schnell jetzt gerade. Mann, 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 Mann. Hallo, hallo, ist hier jemand? Da ist eine Tür. Und bloß wegen diesem scheiß Textlog bin ich jetzt hier reingekommen, oder? Das macht ja Spaß. Liest sich doch eh keiner durch. Hier, wer es lesen möchte, ich lasse mal durchlaufen. Wenn ihr es lesen wollt, dann drückt doch kurz auf Pause und dann könnt ihr es lesen. Ich habe da keinen Bock drauf. Das passt für mich überhaupt nicht in das Spiel hier rein. So, wir müssen ja da lang, aber ich will erstmal hier gucken. Isaac! Isaac! Ich glaube, das war nicht so clever, hier reinzukommen. Ich hasse euch, ich hasse euch, ich mag euch nicht, geht weg. So, Ruhe jetzt hier. Mann, 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 Mann. Suchrobot wartet an der Bank. Stase, wer braucht Stase? Erstmal alles einsammeln hier. Was haben wir da drin? Ein bisschen Salbe. Haben wir sonst irgendwas eingesammelt, was wir überhaupt nicht brauchen? Wer muss auch Kleine packen, ey? Bäh. Wir werden das erstmal entsorgen und dann werden wir. Miu, miu, miu. Ja, ich möchte das. So. Das ist mir erstmal gerade ein bisschen wichtiger. Weil so von der Munition kommen wir ja eigentlich gut hin. So, da haben wir das alles eingesammelt. Was war hier? Hier war Stase. Was war das? Was war das? Hallo? Nimm mal deinen dicken Arsch weg hier. Stase. Nee, hier war noch was anderes. Das wollte ich haben. Das nehme ich noch mit. Hier liegt auch noch was rum. Ach, hier hätte ich auch lang rennen können. Ach, schön. Im Eifer des Gefechts total übersehen. Das kann ja nicht sein, sowas. Ja, es ist alles ganz schön hektisch hier. So, hat er hier noch was? Oder warum liegt der hier noch rum? Alle sind weg. Alle Leichen, außer diese hier nicht. Achso, das ist Munition da drin. Hier haben wir noch was. Eine Upgrade-Platine. Na schön. Wo ich ja so viel Platz habe. Was lasse ich denn jetzt hier? Auch der lasse ich hier jetzt an. Okay. So, nehmen wir mal unsere Schrot hier wieder. Okay, jetzt können wir jetzt. Jetzt werden wir mal den geplanten Weg gehen. Wo ging der nochmal lang? Irgendwo da. Was knarkst denn hier so? Ey, ich hasse das, wenn Türen von alleine aufgehen. Ekelhaft. Ja, nun geh auf. Hm.
Das sieht alles nicht so freundlich aus hier. Da ist zu, der muss man bestimmt noch da. Einer, guck mal, was da ist. Guck mal, der Ring. Ich möchte die haben. Gib her! Ja, nein! Das ist so fies. Warum kann der nicht in jeder Hand eine Waffe nehmen? Ach stimmt, ich habe ja bloß zwei händige Waffen. Aber selbst wenn du einhändige Waffen hast, du kannst nur eine Waffe nehmen. Das ist irgendwie doof. Ach Mensch, wir haben sie gefunden. Juhu! Isaac. Isaac, Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Ellie! Ich wusste, du würdest nachkommen. Man sieht das mit dem Auge gar nicht. Sollen wir euch zwei vielleicht kurz allein lassen? Kurz? Was soll das denn heißen? Ich meine, einen der Vergangenheit ist, begrüßt man vielleicht nicht so herzlich. Wir brauchen ihn. Diese Mission braucht brauchen ihn. Brauchen wir ihn oder brauchst du ihn? Hey, haben Sie mir was zu sagen, Captain? Schluss jetzt, stopp! Wir müssen die verdammte Maschine abschalten und wissen nicht mal, wo sie ist. Ich schon. Ich meine, ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Aha. Ich habe mich durch die Reste der Forschungsunterlagen gewühlt und... Ich dachte, das wäre alles zerstört worden. Die Computerdaten, ja. Aber die geschriebenen Logs erwähnen ein Experiment mit Signalortung, das den genauen Standort der Maschine angezeigt hat. Wenn wir das wiederholen, schaffen wir das auch. Aber es ist am anderen Ende des Komplexes. Dann sehen wir uns das schon mal an. Ich könnte einen Tapetenwechsel gebrauchen. Wunder, dass das nicht auf dem Mond ist. Was für ein Riesenarschloch, ne? Hä? Sag mal, hat man den anderen da allen schon erzählt, dass in den vorigen Teilen immer alle gestorben sind, außer Isaac? Sollte dem vielleicht mal jemand erzählen. Trinken Sie hin und wieder was, Serrano? Nein, Sir. Ich bevorzuge ja Cognac. Mag ein bisschen klischeehaft sein, aber mit einer guten Zigarre ist das einfach perfekt. Weswegen haben Sie mich herbestellt? Ich werde nicht lügen, Professor. Ich mag Sie nicht. Ich mag nicht, wie Sie aussehen, wie Sie reden oder Ihren Job machen. Aber der Admiral sagt, ich könnte... Admiral Graves hat hier nichts mehr zu sagen. Nur noch ich. Wenn Sie Männer brauchen, um diese Eiswürfel abzutauen, an denen Sie arbeiten, kommen Sie zu mir. Und nur zu mir. Natürlich. Ich dachte nur, es ist mir egal, wie viel Unterstützung Sie zu Hause haben. Sie spielen ein gefährliches Spiel, Professor. Und hier draußen spielen Sie nach meinen Regeln. Ein kleines, arrogantes Arschloch. Dankeschön. Mach auf. Hier gibt's ja wieder Geschenke für mich. Ey. Ist das wieder ein Bot? Der hätte ich schon den dritten jetzt. Könnte ich fast eine Firma aufmachen. Wenn es einer sein soll. Nehmen wir mit. Was ist es? Was ist es? Hallo? Okay. Nein! Ein was? Pneumobrenner. Aha. Ja, supi. Ist mir egal. Brauche ich nicht, will ich nicht. Nee. Kann ich mir eh gleich holen. Weil... Da hinten war ja eine Bank. Und da werden wir dann erstmal die ganzen Sachen einbauen, die wir jetzt im Inventar haben. Und dann haben wir auch mehr Platz. Wir kommen ja hier eh immer wieder rein. Hallo, hab ich da gemacht? Gehst du mal wieder auf? Danke. Danke, Dude. Ganz schnell. Vor allem, warum rennen die alle alleine los? Ich bin doch der Einzige, der hier retten kann. Hier, wie die Bots da drin krabbeln. Voll cool. Ich bin doch hier der große Checker. Da rennen die alleine los. Mann, sind die...